Ein kurzer Beitrag aus der Serie Ja, aber warum denn? Ja, aber warum sollte man denn keine Videos im Hochformat drehen? Nun, es gibt ganz hervorragende Gründe, Videos im Hochformat zu drehen. Zum Beispiel, wenn man in einer Wohnung wohnt, wo der Fernseher im Hochformat im Wohnzimmer aufgestellt ist. Oder wenn man Medienkünstler ist, an einer Ausstellung teilnimmt und eine Installation macht mit mehreren Screens, die nebeneinander im Hochformat installiert sind. Im normalen Leben kann man durchaus davon ausgehen, dass von der Kinoleinwand über einen YouTube-Clip bis zum normalen Fernseher im Wohnzimmer diese Wiedergabegeräte immer quer dastehen. Während bei Fotos Hochformat durchaus Sinn macht, bei Porträts und so weiter, führt es bei Video einfach nur dazu, dass man dann links und rechts riesengroße schwarze Balken hat und das Bild pipi winzig klein wird. Sogar, wenn man es auf dem Handy-Display anschaut. Speziell sogar dann, wenn man es auf dem Handy-Display im Hochformat anschaut. Jetzt höre ich schon wieder einige sagen, ja, aber das ist doch überhaupt kein Problem. Man kann doch die schwarzen Balken einfach wegtun, indem man beispielsweise das Video einfach zweimal nebeneinander laufen lässt oder zweieinhalbmal. Oder man kann doch auch einfach das Video auf die Größe des Wiedergabescreens anpassen und leicht verzerren im Nachhinein. Ja, das geht alles, das macht aber Arbeit, ist nicht besonders sehfreundlich und deswegen bitte einfach angewöhnen, Videos im Querformat drehen.